Herzlich willkommen zum Gemüsefahren-Podcast und wie immer an meiner Seite der gute alte Tom Arte. Abend, Tom. Hallo Arti, hallo an das junge Gemüse unter den Zuschauern. Was landet heute in der Pfanne? Ja, wir gehen heute mal in die Tiefen der Verschwörungsmythen. Oder was Jawohl, dazu AD gehört es doch Alpha wohl. davon hält. Wunderbar, genau. Wir schauen aus dem Format Respekt wieder, allseits beliebtes Format, Oh ja. den schönen Film Alles Verschwörung. Was tun, wenn Menschen abdriften? Das ist vom. Also hier steht vom 13.04.2022, in der Mediathek steht, das wäre von 23, aber ich denke, da wurde es nur verlängert. Also original sollte das von 22 sein und deswegen wird sich es wahrscheinlich viel um Corona drehen. Ich sehe das auch hier auf br.de auf der Seite. Ach Es sind hier nee. so Coronaviren, so diese Symbole um Globus dargestellt und irgendeine Hand, die wie ein Puppenspieler die Welt bewegt. Ich lese mal kurz den Eingangstext noch vor, Ja, dann bitte. können wir uns der Doku widmen. Der Text lautet: Verschwörungstheorie, Verschwörungsmythos, Verschwörungsideologie. Was ist das eigentlich genau? Was haben solche Erzählungen alle gemeinsam? Und was kann man tun, wenn Menschen in Verschwörungsmythen abdriften? Das klingt ja schon wieder sehr, ehrlich gesagt, sehr seicht. Also, die haben da drei große Fässer aufgemacht. Für Ja. 14 Minuten, oh je. Ja, das ist ja immer das Ding gewesen bei diesen Alpha-Dingern, also bei diesen Respekt-Themen. Die waren immer mega seicht. Also die gehen überhaupt nicht in die Tiefe dafür, was die an Geldern haben. Zum Beispiel, ich erinnere mich da an diese Quatsch, an diese, da ging es um Osten Deutschlands letztes Mal. Ah, Und dann diese, ja. gehen die halt zu irgendeinem Jugendzentrum und zu irgendeinem Fotografen und das war dann die ganze Doku. Also, hä? Kleiner Nachtrag, wir sind dann noch hinterher durch die lange Version geskippt, um zu schauen, ob wir irgendwas verpasst haben. Ja. Nein, also die lassen sich da im Jugendclub dann noch von diesen drei Leuten da einen Live-Auftritt geben. Wenn man Ja. so möchte, der geht 10 Minuten. Und dann gibt es dann noch so einen Gewerkschaftshansel und das war's, der Ja. nichts beiträgt. Genau. Aber gut, kommen wir jetzt hier zu den Verschwörungsmythen. Das war nur ein Nachtrag zum letzten Video. Ich wäre bereit zu schauen, du auch? Gerne. Gut, dann lass uns loslegen. Was kann man machen, wenn jemand aus der Familie oder dem Freundeskreis in Verschwörungsmythen abdriftet? Ich muss ja leider jetzt schon einhaken. Also mich triggert das, dass öffentlich-rechtliches deutsches Format es schafft, einen Moderator hier hinzustellen, der nicht richtig Deutsch spricht. Oder, naja, spricht richtig Deutsch, aber halt mit Akzent. Ich finde, ich weiß nicht. Ich finde, das sollte einfach nicht. Er klingt halt so, kleines Nähkästchen-Geschichtchen dazu, wenn ich auf Arbeit angerufen werde von so einem Scammer, der sagt, Hello, das ist Microsoft. Und Ja, dann, genau. Sie haben ein Virusproblem und dann bitte jetzt weiter auf Englisch. Ja. Ach Mann. Also, Und ja. das Rauschen im Hintergrund ist diesmal nicht mein Rechner. Das ist euer Geld bei der Arbeit, liebe Leute. Ich schätze mal, das ist aber nur hier in diesem kurzen Abschnitt, in dem Tunnel, Tunnel ja. sind. Ja. Was kann man da sagen? Wie kann man helfen? Darum geht es heute bei Respekt. Es war nicht einfach, aber wir haben Menschen gefunden, die selbst jahrelang in Verschwörungsszene unterwegs waren. Und die zum Teil auch Angehörige in diesen Fantasiewelten haben. Servus. Servus, grüß Hi, dich. Gerald. Grüß dich. Hier ist John Karl. Lass uns ein bisschen bewegen. Ja, klar. Gerald, du hast jahrelang an Verschwörungsmythen geglaubt. Wie bist du denn da reingerutscht? Ich habe mich damals, als ich frisch von der Schule war und ersten Job hatte, habe ich mich ziemlich klein gefühlt. Also ich muss erstmal schon mal sagen, Daumen hoch, die haben jetzt schon mehr Beispiele für einen Verschwörungstyp, als in der vorhergehenden Doku irgendwann mal ein Rechter da war. Weil du meinst, weil die jetzt direkt mit ihm sprechen. Ja, direkt mit einem, ja, Ja, Betroffenen. genau, das ist schon mal gut. Und der hat halt jetzt den Ich hatte Aluhut nicht das. gegen die Strickmütze eingetauscht. Naja, Ja, gut. genau. Genau. Den Job hatte, habe ich mich ziemlich klein gefühlt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in der Gesellschaft irgendwie Anschluss finde. Und dann kam jemand und hat mir ein Buch hergelegt, wo alles ganz einfach beschrieben war. Ja? Die ganze komplizierte Welt wurde ganz einfach beschrieben. Ja? Wenn ich da heute zurücksehe, was. Das ist übrigens Marx das Kapital gewesen. Ja, genau. Entschuldigung. Das ist fast wie ein Kinderbuch. Aber damals war das so reizvoll, weil das meine ganzen Probleme gelöst hat. Ich hatte das Gefühl, plötzlich die Welt zu verstehen. Also da hast du dich quasi so wohlgefühlt oder anerkannt gefühlt. Das war, ja, ich hatte dann eine Wahrheit, an die ich mich halten konnte. Und dieses,
Bauernfängerbuch, sage ich immer. Das hat mit seinen einfachen Wahrheiten mir da die Lösung gebracht. Woran hast du denn geglaubt? Da waren viele Theorien dabei. Also von der Gestalt der Erde angefangen natürlich. Die ist übrigens nicht flach, sondern hohl und enthält Wasserstoff, muss man wissen. Aber auch prinzipiell alles, was der Wissenschaft widerspricht. Also das AIDS-Virus wurde nie nachgewiesen. Das ist eine Lüge. Krebs ist im Prinzip eine Heilungsform. Ja, das muss man gar nicht behandeln. Da ist die Behandlung schädlich. Ja, da wird von Krebstherapien abgeraten. Mobilfunk tötet Mensch und Bäume und ja, ist hochgefährlich natürlich. Impfung löst Autismus aus. Es gab natürlich auch Außerirdische hinter dem Mond und etwas absurdere Sachen. Aber hauptsächlich diese Wissenschaftskritik unter Anführungszeichen, ja, das war so ein ziemlicher Aufhänger für mich. Verschwörung. Also ich muss sagen, die ganzen Theorien, die jetzt kamen, das waren ja schon sehr extreme Beispiele, ne? Mit der Hohlerde und flache Erde. Vor allem, das alles in einem Buch? Was ja, alles in einem Buch. Ja, eben. Also mich würde sehr interessieren, was das für ein Buch gewesen sein soll. Also mit diesem muss man wissen, das klingt doch nach unserem Lieblingswissenschaftler. Ich komme die ganze Axel Zeit nicht. Stoll. Axel Stoll, Dr. das war der Name. Ja, ja. Aber es wäre mir neu, dass er so ein Buch geschrieben hat. Ja, eben. Ich glaube, der hat ja gar nicht wirklich so Bücher geschrieben, in dem Sinne, sondern er hat ja halt seine Dissertation da, ja, die er tausendmal erwähnt hat. Und sonst hat er doch nur diese Vorträge gehalten. Also, ja, sehr eigenartig. Mich würde es jetzt wirklich mal interessieren, was das für ein Buch ist, aber es wird uns wahrscheinlich hier leider nicht gesagt. Denkst du, es hat einen Grund, warum der Titel des Buches nicht fällt? Also ich denke nicht, dass die... Also ich persönlich denke nicht, dass sie den Titel jetzt nicht sagen, weil sie sich dann angreifbar machen würden oder weil die Leute verleiten würden oder so, sondern einfach, weil die meinen, ich gebe denen das jetzt mal, dass es jetzt an sich unwichtig wäre, was es genau für ein Buch ist, sondern dass es halt hier ganz allgemein um Verschwörungstheorien geht. So würde ich denen entgegenkommen. Siehst du was anderes? Ja, ist ein guter Punkt. Ich habe mich halt gefragt, ob man es weglässt, damit keiner wirklich mal nachrecherchiert, ob es dieses Buch gibt oder ob die sich das hier alles aus dem Arsch ziehen. Aber ja, gut möglich, dass es auch mal so ein, ja, wie so ein Einstiegsbuch gab und dann immer mit, sagen wir mal, weiterführenden Links zu den Themen irgendwie so. Das kann schon sein. Ja, also würde mich echt interessieren. Also ich denke da jetzt zum Beispiel, denke gerade drüber nach, so was im Kopfverlag läuft, aber die Bücher, die ich da so kenne, die sind sehr speziell auf ein Thema. Also wenn du dann irgendwie ein Thema hast, Chemtrails oder so, dann geht es halt in dem Buch nur über Chemtrails. Aber so ein Gesamtbuch über viele verschiedene Verschwörungstheorien, ja, das würde mich echt mal interessieren. Das erscheint mir sehr komisch hier. Also das ist dann vielleicht wirklich so ein Buch aus dem Mini-Verlag gewesen, weißt du, wo es halt irgendein Typ selber geschrieben hat und das haben dann 50 Leute gelesen und das hat halt jeder Kumpel dem zufällig in die Hand gedrückt. Ich habe auch nicht so ganz den Punkt verstanden. Er hat sich klein gefühlt, hat er gesagt. Und dann kriegt er dieses Buch und fängt da an, über die hohle Erde oder so da zu referieren. Oder in dem Buch. Und dann fühlt er sich groß, weil die Erde jetzt hohl ist. Also das war so, hä? Ich hätte jetzt irgendwas erwartet. Du bist Angehöriger der weißen Rasse und stehst überall. Irgend sowas. Also, das kommt sehr bekannt vor, so Identitätspolitik. Wir sehen das ja heutzutage viel von linker Seite, weißt du? Also ja, du bist unterdrückt dein ganzes Leben lang, weil du schwarz bist und du wirst diskriminiert, alles sind rassistisch, solche Sachen. Ja, also das war jetzt hier gar nicht, das war irgendwie komisch. Das böse Patriarchat. Ja, genau. Vielleicht kommt noch was. Ich würde gerne weiterschauen. Es waren bisher eigentlich nur diese Dulli-Takes mit irgendwelchen Flacherdlern und sowas, ne? Ja, echt Dulli-mäßig, ja. Lass mal gucken. Ja. Ja, das war so ein ziemlicher Aufhänger für mich. Verschwörungstheorie, Verschwörungsmythos, Verschwörungsideologie. Was ist das eigentlich genau? Und was haben solche Erzählungen alle gemeinsam? Wenn jemand ein Ereignis oder eine Entwicklung dadurch erklärt, dass böse Menschen zielgerichtet im Geheimen daran arbeiten und sich dafür verschworen haben, dann spricht man von einem Verschwörungsmythos. Oft wird auch der Begriff Verschwörungstheorie verwendet. Der ist aber irreführend, weil Theorie den Eindruck erweckt, es gebe eine ernsthafte Grundlage für die Behauptung. Das ist in Wahrheit der Fall. Die vermeintlichen Verschwörungen sind reine Fantasieprodukte und werden wie Mythen weitererzählt. Ganz schwierig hier schon, muss ich sagen. Die Verschwörungen sind reine Fantasieprodukte. Also, interessant. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel was zum World Trade Center. Also, da ist es ja nun wirklich kein reines Fantasieprodukt, wo du sagst, ich tue mir von vorn bis hinten was ausdenken. Also die Leute tun ja wirklich schon viel dann auch mit
Fakten versuchen, zumindest sich daran abzuarbeiten, an irgendwelchen offiziellen, an offiziellen Befunden und so. Dann gibt es verschiedene Wissenschaftler, die, der eine sagt, ja hier, ich bin Ingenieur so und so und deswegen können Stahlträger nicht schmelzen bei so und so viel Grad. Also das mit den reinen Fantasieprodukten finde ich hier ein bisschen sehr flach. Also gerade hier bei der Sache, die Akten sind doch wieder 40 Jahre verschlossen. Ja, genau. Und wenn es dann rauskommt, dann, Mensch, aber jetzt ist leider 40 Jahre zu spät. Also wir machen so das blöd. Jetzt hier nicht auf, dass wir im Einzelnen das besprechen hier, dieses WTC-Ding, aber gerade das ist wirklich ein eigenartiges Beispiel einfach für die Aussage, es sind reine Fantasieprodukte, meine ich. Ich finde vor allen Dingen die, also um es doch minimal aufzumachen, das Fass. Okay. Ich finde das mit den Hochhäusern hier nicht mal das Schlimmste. Ich finde immer noch das Pentagon tatsächlich seltsamsten, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das ist sehr seltsam, was da passiert ist. Ja. Das ist schon sehr seltsam. Ausgangspunkt eines Verschwörungsmythos ist meist ein großes, scheinbar unerklärliches Ereignis, das Fragen auslöst. Wem nützt es? Wer profitiert davon? Und es folgt der Schluss, wer einen Vorteil von einer Sache hat, muss auch schuld daran sein und hat dafür im Geheimen die Stellschrauben bewegt. Also da gehe ich ja sogar irgendwie mit. Dieses Wem nützt es ist eigentlich fast immer eine sinnvolle Frage, die man stellen sollte. Verstehe gar nicht das Problem jetzt. Ja, ja. Naja, das ist gut, das Problem ist, wenn du wirklich alles auf sowas hinzuführst. Aber prinzipiell ist das schon sinnvoll, ja. Naja. Ja. Die Beweisführung erfolgt umgekehrt als vor Gericht. Erst kommt das Urteil, dann folgen die dazu passenden Beweise. Zufälle werden ausgeblendet, komplexe Zusammenhänge werden extrem vereinfacht. Die Welt wird in Schwarz und Weiß unterteilt, in die Guten und die Bösen. Das passiert ja überhaupt nicht heutzutage. Ja, wirklich. Mich stört auch wirklich dieses Framing, was hier gesetzt wird. Das ist ganz oft bei diesem Respektformat immer, wenn die hier so einen Faktenabschnitt haben, sag ich mal, wo die irgendwelche vermeintlichen Fakten erzählen oder so, was erklären, dann ist das schon das harte Framing, das gesetzt wird. Also das ist hier wirklich schon so, ja, die Verschwörer, die sind so und so und ist alles Fantasie und da gibt es die Guten und die Bösen. Also das ist, die wollen ja hier, die tun schon im Vornherein den Brunnen vergiften, finde ich. Bei mir ist immer so ein Schlüsselwort, dieses komplexe Zusammenhänge, komplexe Vorgänge. So nach dem Motto, das kannst du, Dulli, ja doch gar nicht verstehen, dafür haben wir die Wissenschaft. Genau. Nee, genau. Es ist meistens doch ziemlich einfach tatsächlich. Mensch. Eben. Wir erinnern da wieder an Ockhams Rasiermesser. Die einfachste Erklärung für ein Problem ist meistens die richtige. Ja. Die Bösen sind die VerschwörerInnen, die das Ereignis im Geheimen geplant haben. Oft sind das ganz bestimmte Menschen oder Gruppen, die Sündenböcke. Und es wird behauptet, alles sei miteinander verbunden. Die Bösen arbeiteten auch mit Menschen oder Organisationen zusammen, von denen man das nie gedacht hätte. Viele Menschen glauben... Und das war jetzt, glaube ich, eine harte Unterstellung, mit diesem, dass alles miteinander verbunden ist. Das ist ja Blödsinn. Also das sagen dann wirklich solche Hardcore-Schwurbler. Aber nee... Würde ich so gar nicht sehen. Da würde ich tatsächlich mitgehen. Also wenn du jetzt wirklich an sowas glaubst wie, na, was ist ich, Hohlerde oder so, oder das, die CIA hört mich ab, dann denkst du halt, alles wird auf der Welt von der CIA gesteuert. Und die machen auch Chemtrails und die machen, das sind auch Reptiloiden dann in dieser CIA und was ist. Ja, aber wenn ich jetzt, um mal hier in dem Video die Twin Towers aufzugreifen, wenn ich sage, das war ein Inside-Job. Ja. Ne? Dann gehe ich vielleicht höchstens noch mit, um irgendwelche Kriege zu führen oder so. Aber dass dann alle anderen Sachen da, irgendwelche Harp-Wetterkontrollstationen noch mit da reinspielen, nee. Aber die werden von denselben Leuten kontrolliert, wahrscheinlich laut den Verschwörern. Das ist so das NWO-Ding, da gibt es so ein paar Leute, die alles machen. Aber es ist natürlich sehr vereinfacht hier dargestellt. Also es ist ein starker Strohmann, gegen den man argumentiert, finde ich, ja. Ja, auch, also... Halt die Gegenseite anders verfälscht darstellen und dagegen argumentieren, ja. Ich finde das auch clever von ihnen gemacht, weil du dann dafür sorgst, angenommen, du bist jetzt irgend so ein Otto-Normalverbraucher und dir fällt irgendwas Komisches auf und du kommst in diese Kreise, aber dann erinnerst du dich, Mensch, die Alpha hat ja gesagt, das hängt dann alles miteinander zusammen, also muss ich den ganzen anderen Scheiß jetzt auch zwangsläufig glauben. Weißt du? Also ich muss dann glauben, die Mondlandung war fake. Ich muss das alles. Das gehört alles mit dazu. Ist alles dabei. Nur weil mir jetzt irgendeine Sache mal aufgefallen ist, die nicht stimmig ist mit dem normalen Narrativ sozusagen.
Also, habe ich mich jetzt, ein bisschen schon, unklar ausgedrückt wahrscheinlich, oder? Nee, du hast dich schon klar ausgedrückt, aber das war ja gerade das, was die gesagt haben. Also, ja, du musst alles glauben dann. Das nee, es ist alles miteinander verbunden, nicht, dass du alles glauben musst. Also, nur weil du jetzt an die Mondlandung glaubst, dass die gefaked ist, glaubst du ja nicht automatisch auch, dass das mit dem WTC gefaked ist. Es ist zwar alles miteinander verbunden, die einzelnen Theorien dann, aber also nicht, dass jede stimmt. So war das jetzt hier nicht gesagt. Ach so, okay. Da habe ich es verstanden tatsächlich. Okay. Na gut, okay. Ja. An Verschwörungsmythen, vor allem in Krisenzeiten. Denn Verschwörungsmythen liefern klare und einfache Erklärungen und schließen... Da ist übrigens das Corona. Wie gesagt, 2022 lief diese Doku. Soll das ein Chip in der Spritze sein? Ah ja, gut, das sagst du. Stimmt, das ist ja so eine Computerplatine oder sowas. Ja, genau, genau. Also wahrscheinlich von wegen Mikrochips sind da mit drin. Wir sind alle gechippt jetzt, Bill Gates. Ja, wir ja nicht, aber einige Schwein andere. Vielen Menschen ist das wichtig. Sie glauben lieber, dass eine kleine Gruppe von Menschen für eine Krise verantwortlich sei, als dass sie akzeptieren, dass manche Dinge einfach geschehen. Es ist schwierig, mit Menschen, die an Verschwörungsmythen glauben, zu diskutieren. Fakten oder Gegenbeweise ignorieren sie oder sie nehmen sie als Beleg dafür, dass auch das Gegenüber Teil der vermeintlichen Verschwörung ist. Wenn ich die Leute, die mir von der großen Verschwörung erzählen, nicht gut kenne, zucke ich eher mit den Schultern. Aber wenn das jemand aus der eigenen Familie ist, wie geht man als Angehöriger damit um? Dazu. Ich muss hier nochmal einhaken. Also, das hat jetzt überhaupt keine inhaltliche Bewandtnis. Es geht jetzt nur darum, dass wir hier 1836 Euro zahlen, jeden Monat, jeder von uns, ja. Was eine absurd hohe Summe ist. Und dann hast du hier so ein Format, was sich mit irgendwas beschäftigt, was halt auch gut gemacht ist und alles. Und dann hast du halt so einen Moderator, der irgendwie kein Muttersprachler ist. Also mir stößt das auf. Mir stößt das ganz ehrlich auf. Der Typ mag sympathisch sein und vielleicht auch guter Typ, aber dann soll er bitte eher im Hintergrund arbeiten. Da erwarte ich doch wirklich für das Geld, dass da alles perfekt ist. Und da muss dann auch der Moderator in dem, was er macht, nämlich moderieren, Deutsch sprechen, perfekt sein. Das finde ich mies. Und man kann auch hier noch ankreiden, das, was auch beim betreuten Kacken immer angekreidet wird, der läuft ja einfach wieder mal 10 Sekunden durch die Kante und vorhin auch schon wieder. Sonst passiert nichts, außer geil, dass du langläufst. Ja. Also die haben irgendwie eine Obsession damit, durch die Kante zu laufen. Ja. Mal sehen, wo er hingeht. Da geht er jetzt irgendwie zum nächsten Verschwörer. Mal sehen. Dazu treffe ich jetzt hier in München Claudia. Hallo, grüß Gott. Hallo. Hallo, ich bin der Ramo. Ich bin die Claudia. Freut mich. Dann lass uns mal ein Stück schnell laufen. Claudia war in einer fundamentalistischen Sekte und hat an die wildesten Verschwörungsideologien geglaubt. Inzwischen ist sie ausgestiegen. Sie kennt aber genug Menschen, die an Verschwörungen glauben. Wie ist dein privates Umfeld damals damit umgegangen? Dass ich drin war, dass ich da dabei war. Also meine Mutter hat sich schon Sorgen gemacht. Die hat immer das Gefühl gehabt, irgendwas ist da nicht ganz okay mit dieser ganzen Gruppierung. Wenn sie diese Sorgen mir gegenüber geäußert hat, bin ich natürlich überhaupt nicht dafür ansprechbar gewesen. Aber sie hat ganz bewusst und ganz absichtlich den Kontakt beibehalten zu mir. Lass uns ein Stück weiterlaufen. Ja. Laufen. Was glaubst du, welche Konflikte bringt das mit? Entschuldigung, ich habe dich leider gar nicht verstanden. Laufen. Ja. Sich in der Familie. Es gibt natürlich Leute, die nur einzelne Elemente aus diesem ganzen verschwörungsideologischen Komplex glauben, zum Beispiel Impfgegner. Und das führt natürlich zu Konflikten, wenn der eine Elternteil will, dass das Kind geimpft wird, der andere will nicht, dass das Kind geimpft wird. Das führt natürlich in den Familien zu Entzweiungen, zu Diskussionen. Und dann gibt es natürlich Leute, die völlig in diesen ganzen verschwörungsideologischen Komplex eingetaucht sind. Und da wird es dann für die Angehörigen wirklich sehr problematisch, weil man da wirklich schauen muss, wo findet man noch eine Ebene der Beziehung, um miteinander umgehen zu können. Ich hoffe, es kommt noch was von der Frau. Auch dieses Segment schon, da habe ich schon wieder so viel Kritik, einfach inhaltlicher Natur. Du sprichst mit einer, wie wurde die eingeführt? Also mir war so, es wurde gesagt, die wäre in einer fundamentalistischen Sekte gewesen, die unter anderem auch an Verschwörungstheorien glaubt. Nee, sie hat an die härtesten Verschwörungstheorien geglaubt. Also an den ganzen harten Scheiß. Ja, aber sie war doch in der Sekte, richtig? So, da würde ich doch. Ja, und da würde ich doch erstmal wissen, was ist das vielleicht für eine Sekte? Wie ist sie da reingekommen? Keine Ahnung. Und stattdessen erzählt die hier so ganz allgemeine Sachen. Also das kam mir zu unfassbar allgemein vor einfach. Ja, und sie erzählt zu Hochzeit von Corona zu Impfungen.
Mensch. Ja, das mit den Impfungen, dass das nicht wirkt, ist natürlich eine Verschwörungstheorie. Also auch ist natürlich sehr hart dem Fame entsprechen. Aber ja, vielleicht sagt ihr noch was, das wäre schön. Ja, jetzt kommt's. Es gibt geheime Mächte, die die Welt steuern. Dieser Aussage stimmen 11% der Befragten zu. Für eine Studie aus dem Jahr 2020, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie. 11% sind fest von diesem Verschwörungsmythos überzeugt. Und weitere 19% halten diese Aussage für wahrscheinlich richtig. Das heißt, insgesamt 30% der Befragten glauben an diesen Verschwörungsmythos. Boah, und da muss ich sagen, dass das jetzt ein Verschwörungsmythos ist. Also es gibt geheime Mächte, die die Welt lenken. Also seid ihr wirklich der Meinung, wir kennen alle Institutionen und Personen, die irgendwie an wichtigen Schalthebeln sitzen, die sind der Öffentlichkeit bekannt? Also halte ich tatsächlich sogar für vermessen, das zu denken. Klar, es ist die Frage natürlich immer, wie weit man da geht, weißt du? Also inwieweit diese Personen jetzt alles lenken. Aber klar gibt es so einzelne Personen, naja, die eine große Reichweite haben, die sehr viel irgendwie politisch bewegen oder bewegen wollen. Also da wäre jetzt zum Beispiel George Soros wäre so ein typisches Beispiel, was mir da einfällt, diesen Multimilliardär, der mit seiner Open Society Foundation zig Stiftungen auf der ganzen Welt finanziert, die alle das gemeinsame Ziel haben, die Welt mehr nach links zu bewegen, ideologisch. Ja, oder nehmen wir den Bond-Bösewicht ganz, dass ich hier Klaus Schwab. Also, genau, ne? Genau. Und das sind ja nur die uns bekannt sind. Und solche Leute wird es ja auch noch mal geben, eine Ebene vielleicht drüber oder einfach richtig, andere, richtig, die sich nicht zeigen, die auch irgendwelche Stiftungen haben und so, aber die eben nicht irgendwelche Panels abhalten. Genau. Sehe ich ähnlich. Und, jetzt habe ich einen Punkt vergessen, verdammt. Ach so, ja, genau. Natürlich wird nicht jedes kleinste Ereignis von diesen Leuten irgendwie geplant werden, ist ja logisch. Aber so eine grobe Marschrichtung oder Flussrichtung, na natürlich. Denke ich auch, ja. Natürlich mit den besten Absichten für die Welt und natürlich für sich selbst. Es geht meiner Meinung nach fast immer um Machterhalt und Machtausbau. Und das gut anzustreichen. Ist jetzt nichts Wildes, ist so sehr menschlich. Ja. Ja, okay, wir machen mal weiter. Noch ein Beispiel aus der Studie. Zweifel an der Wissenschaft. Die Aussage, der Klimawandel wird durch den Einfluss der Menschen verstärkt, halten 8% der Befragten für wahrscheinlich falsch oder für sicher falsch. Jetzt machen die auch hier dieses ganze Klimathema auf. Also, du musst an die Wissenschaft glauben. Und ein Widerspruch in sich, deswegen. Genau, Religion, genau. Religion, Wissenschaft. Genau, ich weiß da gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich meine, Wissenschaft lebt ja davon, dass man auch widersprechen kann. Das ist ja eben nicht, wie du sagst, wie eine Religion, dass es eine Marschrichtung gibt. Zum Beispiel jetzt hier mit den 8%. Glauben, der menschengemachte Klimawandel ist wahrscheinlich falsch oder sicher falsch. Also, dass der Klimawandel super hundertprozentig menschengemacht ist, selbst das ist ja schon in Zweifel zu ziehen. Klar, da wird zum Beispiel immer diese Cook-Studie dir erzählt, von wegen 95% aller Wissenschaftler sagen, es gibt einen menschengemachten Klimawandel. Aber zum Beispiel diese Cook-Studie wurde ja auch schon 100-mal auseinandergenommen, auch zuletzt wieder sehr schön in der Ketzerkirche, schaut euch das gerne an. Ja, vielleicht können wir es unten verlinken. Du hast es wahrscheinlich auch gesehen, genau. Also die tun sich da die Zahlen so rausnehmen, also du hast da so eine Metastudie, befragst irgendwie, oder die schauen sich irgendwie 800 Artikel an und dann die sich gar nicht zum Klimawandel äußern, die sagen, also die weder sagen, der Klimawandel ist menschengemacht oder nicht menschengemacht, die fallen dann zum Beispiel raus aus dieser Menge und dann hast du halt eben noch 5%, die sagen, er ist nicht menschengemacht und dann 95% sagen, ist menschengemacht. Und dann ist ja auch der Typ, dieser Cook, der die Metastudie gemacht hat, der ist ja auch in irgendeinem, in den Climate Skeptics oder so. Skepticism about Climate Skeptics oder so. Ja. In so einer Geschichte ist der. Also, es ist wild. Ich bin ja schon positiv überrascht, dass die Leute, die sich nicht dazu geäußert haben, nicht zu der Kategorie Ja, ist menschengemacht rübergeschoben haben. Ja, dann 100% oder so. Das ist so PKS-Style irgendwie. PKS-Style, ja. Oh, du hast 10 Leute umgebracht. Ja, es ist eine Straftat. Genau, es ist ein Verbrecher, ja. Genau.
Offene Türen für Verschwörungsmythen auch zum Thema Corona. Im Frühjahr 2020 glauben über 14% an eine Corona-Verschwörung. So das Ergebnis einer Umfrage. Alle Einkommens- und Bildungsschichten sind bei den Verschwörungsgläubigen vertreten. Ich mach mal kurz zurück. 14% glauben an eine Corona-Verschwörung. Was heißt denn das? Ja eben, was heißt denn das? Was ist denn eine Corona-Verschwörung? Also gerade bei diesem Corona-Thema, wir waren ja selber auch auf solchen Demos unterwegs, die sind ja auch immer so ideologisch breit gefächert gewesen. Also hast du da wirklich die ganz Harten gewesen, die sagen, es gibt überhaupt keine Viren. Die Nächsten sagen, ja, du wirst dann gechippt. Die anderen sagen vielleicht nur, naja, das ist alles halb so wild. Also gibt es ja 1000 Richtungen. Also es gibt eine Corona-Verschwörung. Das finde ich ein ganz eigenartiger Satz. Ja, also nach meinen so Beobachtungen haben halt sehr viele gesagt, dass das oder dass die Konzerne da einen Reibach machen mit ihrem Impfstoff. Ja. Welche Verschwörung? Und dass der Staat halt durch die Gesetze, die da erlassen wurden, Macht bekommt. Richtig, richtig. Auch wieder eine ganz harte Verschwörungstheorie, ne? Ganz harte, unnormale Verschwörung, ja. Also, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe in den ganzen Jahren so einen richtig harten Schwurbler tatsächlich kennengelernt. Also da war der Aluhut wirklich unter der Mütze. Ja, aber ich hab da auch ins Leben was ist das, einer von 10.000? Also, ach, Leute. Ja, kommt halt immer drauf an. Also ich war mal auf so einer Anti-Corona-Demo in Leipzig. Mhm. Das war die, wo es dann auch gut abging. Also wo dann, das kam dann am nächsten Tag in Nachrichten, ja, da war der Randale. Bin ein bisschen hergegangen. Ja. Also die Demo wurde halt aufgelöst und das haben sich dann viele nicht gefallen lassen und haben da ein bisschen halt mit den Polizisten sich rumgeschoben und so, wurden da durch die Gassen gejagt, keine Ahnung, solche Geschichten. Jedenfalls, ja, da waren schon so ein paar links und rechts dabei, die halt jetzt gesagt haben, von wegen zum Beispiel, es gibt keine Viren oder so. Aber wie gesagt, ich wollte nur sagen, also solche Bewegungen sind halt immer sehr breit gefächert. Also du hast da, klar hast du da auch Leute dabei, die sehr extrem in ihren Ansichten sind, die da recht weit gehen. Mhm. Also mich würde interessieren, ob die Frage wirklich nur so kurz gefasst war oder ob das mal ein bisschen mehr ausgeführt wurde. So wie es jetzt dasteht, hat sich nämlich das Coronavirus verschwört. Also das ist... Ja, genau. Mir fällt jetzt gerade ein, zum Beispiel bei diesem Corona-Thema. Es war ja auch lange Zeit eine böse Verschwörungstheorie, dass das Coronavirus aus einem Labor gekommen wäre, weißt du? Mhm. Und mittlerweile ist das ja sogar eher noch Konsens. Also auch in großen Medien habe ich das schon mehrfach gelesen, dass Wissenschaftler sich eigentlich tatsächlich einig sind, das muss wohl doch Labor gezüchtet gewesen sein. Ja, also die Theorie der Zoonose ist vom Tisch, also dass das irgendwo in freier Wildbahn sich durch Mutationen gebildet hat. Und da frage ich mich zum Beispiel, ob das jetzt schon eine Verschwörung gewesen wäre, jetzt hier im Jahr 2022 für die. Und ich denke, ja. Damals, ja. Damals war es ja auch mit, dass sich die mRNA-Zellen sozusagen oder Proteine über die Muttermilch ans Kind weitergeben. Das war die ja auch, Spike-Proteine, ne? Richtig. Genau. Ja. Das war ja auch nicht und dann doch. Ja, genau. Also musst du mal fragen, in welchem Zeitraum leben wir gerade, bevor ich die Antwort gebe. Das ist wirklich krass, wie kurzlebig das so ist. Deswegen tue ich auch hier am Anfang immer vorlesen, von wann diese Geschichten sind. Weil du musst wirklich sagen, das Ding ist jetzt 1,5 Jahre alt und die Hälfte der Informationen hier, naja, nicht die Hälfte, aber es sind schon einige Sachen dabei, wo du sagst, ist es noch so aktuell und so? Ist es noch eine Verschwörung? Da musst du echt immer den Zeitgeist im Blick haben. Ist die Erde noch rund? Wie ist da gerade der Stand? Ja, nee, jetzt ist ja hohl. Und, ja. Ach, keine Ahnung. Okay, ich mach mal weiter. So, das Ergebnis einer Umfrage. Alle Einkommens- und Bildungsschichten sind bei den Verschwörungsgläubigen vertreten. Auch alle Altersgruppen. Vor allem die 35 bis 44. Das ist Diversität. 40-Jährigen mit 18%. Die über 65-Jährigen eher weniger. Ein Hauptgrund für das Glauben an die große Verschwörung? Angst vor Kontrollverlust. Für das Glauben, okay. Gut. In Bezug auf das eigene Leben. Die meisten Verschwörungsgläubigen, 18%, gehören dem untersten Viertel aller Einkommensschichten an. 9% dem höchsten. Ähnlich bei den Bildungsabschlüssen. Knapp 19%. Entschuldigung, ich muss jetzt hier nochmal zurück. 18% gehören dem untersten aller Einkommensschichten an, 9% dem höchsten. Aha, okay.
Ähnlich bei den Bildungsabschlüssen. Knapp 19% haben einen Hauptschulabschluss. Gut 10% einen Hochschulabschluss. Das sagt jetzt, also das, hä? Das ist mir gleich, jetzt, das ist mir jetzt absolut zu unsignifikant. Ja eben, das ist genau. Wenn da jetzt sagen, 70% Hauptschulabschluss gewesen wäre, okay, aber es ist... Du hast ein Stichwort genannt, signifikant. Das kommt ja aus der Statistik, wenn ein Zusammenhang statistisch signifikant ist. Aber ist es ja hier offensichtlich nicht. Also sag doch gleich, es gibt da keine Korrelation. Habt ihr ja schon gesagt. Also, Sie haben es ja eigentlich bei der Altersgeschichte schon gesagt. Also, ja, so. Ja. Auch das mit dem Einkommen war eigenartig. Auch so. Ja. Ja, sehr eigenartig war das jetzt, ja. Ja gut, warte, ich mach nochmal kurz Stopp. Woran ich mich jetzt gerade erinnere, der Balken hier für die Hauptschule, der war ja schon ein bisschen höher. Da waren ja 19% Hauptschule, hier steht's, 10% Universität. Vielleicht soll dadurch so ein bisschen insinuiert werden, naja, das sind schon eher dumme Leute. Ja, es gibt nur Hauptschule und es gibt nur Hochschule. Es gibt dazwischen gibt es so erstmal nichts, genau. Das ist das Aussterben der Mittelschicht, wie man immer so sagt. Ja, auch beim Geld hast du es ja gesehen, ne? Ja, auch beim Geld. Es gibt nur wenig Geld und viel Geld, es gibt nicht Mittelgeld. Ja. Bürgergeld oder Millionär? Ja, genau. Warte, da würde ich jetzt sogar sagen, mit Bürgergeld bist du Millionär, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Ja. Die meisten Anhänger von Verschwörungsmythen verorten sich im politischen Spektrum rechts bzw. Mitte rechts. Geschlecht, Familienstand und auch Kinder zu haben oder nicht, spielt dagegen keine Rolle. Also das jetzt mit dem Mitte rechts, also ist ja irgendwie logisch, weil, naja, weil wenn sobald du abweichst von der herrschenden Meinung, bist du halt heutzutage rechts, weil die herrschende Meinung ist nun mal links verortet. Ja, sie nennt sich zumindest links, das, ja, definitiv. Wobei das ja bei den ganzen Corona-Demos auch wieder naja, anders aussah. Also da war ja wirklich alles dabei politisch. Ja, das stimmt, ja. Hast recht. Aber dass das so in der Tendenz, dass man sagt, du bist dann eher rechts, kann ich mir schon vorstellen. Also gerade jetzt beim Corona-Thema zum Beispiel. Ja, aber wie du sagst, richtig, da gibt's natürlich auch immer andere Sachen. Zum Beispiel gab es hier die wahren Linken oder so. Gab's genau, Corona-Demos. Ja. Haben die sich so genannt? Ich glaube, die waren Linken oder sowas, irgendwie sowas. Ja, die hatten auf jeden Fall ihre eigene Flagge, also die gab es auch schon eine Weile. Genau, hier mit so einem roten Stern und alles, solche Geschichten. Gut, das grenzt es jetzt nicht ein. Ja. Einen sehr großen Zusammenhang gibt es dagegen zwischen dem Glauben an eine Corona-Verschwörung und grundlegenden eigenen Wertehaltungen. Wer mehr an das Gemeinwohl denkt, wem der Schutz und die Gleichheit aller Menschen grundsätzlich wichtig ist, glaubt weniger an Corona-Verschwörungsmythen als andere. Was? Was? Okay, also alle, die an Verschwörungsmythen glauben, um in ihren Sprech zu bleiben, sind egoistische Arschlöcher. Okay. Genau. Habe ich verstanden, danke. Das sollte hier rauskommen, richtig, richtig. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich würde ihm aber sogar mitgehen. Also in dem Sinne, ich weiß ja, also ich bin jetzt zum Beispiel beim Geschlechtsthema, dass Frauen sind ja eher auf Soziale bedacht, auf das gute Miteinander. Und die sind ja meines... Ah, warte. Nee, ich erzähle jetzt Mist. Ich führe den Gedanken jetzt gar nicht weiter. Ich habe gerade selber gemerkt, das ist Quatsch. Na gut, mal schauen, was wir jetzt hier noch Kredenz bekommen. Achso, jetzt kommt hier doch Mediennutzung. Genau. Okay. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist die Mediennutzung. Menschen, die an eine Corona-Verschwörung glauben, halten zu 43% soziale Medien für glaubwürdiger als traditionelle Medien, denen nur 6% der Verschwörungsgläubigen vertrauen. Die schauen uns nicht, die Schweine! Boah, das finde ich überhaupt krass. Also, dass Verschwörungsgläubige zu 6% traditionellen Medien vertrauen? Also, ich hätte eher 0 gesagt, wahrscheinlich. Ja, da gibt es diese eine Sendung auf 3, keine Ahnung. Ja, genau, wahrscheinlich so in dem Sinne. Ja. Das ist auch wieder so ein Ding, also gerade an dieser Zahl, finde ich, sieht man extrem, dieses ganze Verschwörungsthema ist ja vor allem in erster Regel ein Medienthema oder eine Medienkritik, dass immer mehr Menschen wahrnehmen, dass die Medien uns anlügen oder nur die halbe Wahrheit erzählen. Also, ja, dass sie vor allen Dingen nur eine Seite beleuchten. Ne? Ja. Und die andere halt immer durch den Kakao ziehen. Ja. Aber es würde mich fast ja interessieren, wie die diese Frage geframed haben, um auf die 6% zu kommen.
wie du schon sagtest, eigentlich wären da eher 0%. Ja. Naja, gut, weiter. In sozialen Medien aber landen viele in einer Filterblase aus immer ähnlichen Nachrichten und vielen Fake News. Der eigenen Meinung widersprechende Informationen werden ausgefiltert, erreichen die Menschen gar nicht mehr. Jüngere Menschen sind häufiger und intensiver digital unterwegs und deshalb auch anfälliger für Verschwörungsmythen. Und das jetzt zum Beispiel hier mit dieser ganzen Blase, das ist auch wieder so ein Ding, wo es um Fame geht, weil eben das geht ja auch genau auf der anderen Seite. In dieser, gerade jetzt Corona-Zeit zum Beispiel, da warst du ja in so einer krassen Blase, wenn du jetzt wirklich nur Mainstream-Medien konsumiert hast. Weil sich alle gegenseitig eben geschüttelt haben und alle gesagt haben, ja, das ist richtig so. Und alle haben jetzt nur auf das und das Institut vertraut und haben gar nicht auf nebenliegende Stimmen geachtet, die dagegen sind. Genauso beim Thema Klima zum Beispiel. Da sagst du, ja, IPCC, das ist das einzig wahre Klimainstitut und die werden schon mit allem Recht haben und gut ist. Ja, aber deswegen steht ja dann in deiner Blase überall Wahrheit. Echte Nachricht. Ja. Genau, danke, dass du sagst. Ja, es ist hier einfach nur die Frage, was du dann in diese Blase schreibst. Wahrheit oder Fake News? Das ist ja einfach nur wieder ein Frame. Ja, vor allem, wer legt das fest, ob es Fake News sind? Ne? Ja, genau. Anfälliger für Verschwörungsmythen. Fazit der Forschenden nach einer zweiten Befragung 2021. Der Anteil derer, die an Corona-Verschwörungsmythen glauben, ist von über 14% auf zuletzt rund 9% gesunken. Darunter der harte Kern der AnhängerInnen von Corona-Verschwörungsmythen mit 6% der Befragten. Diejenigen, die nicht zum harten Kern gehören, können erreicht werden. Erstmal schön, dass wir hier die Hass-Avocado gesehen haben. Ja, stimmt. Ja, Grüße, ja. Also harter Kern sind 6%, die gar nicht mehr erreicht werden können. Sagt also, wer? Ja, das war mir jetzt auch gar nicht ganz klar. Deswegen, ich würde den Satz gerne mal hören. Warte mal bitte. Hier mit der Befragung. Warte mal kurz. Ja. Vielleicht. Zur zweiten Befragung 2021. Der Anteil derer, die an Corona-Verschwörungsmythen glauben, ist von über 14% auf zuletzt rund 9% gesunken. Aha. Der Anteil, okay, also die hatten ja vor uns gesagt, genau, 14% hatten sie ja vor uns gesagt, glauben, es gibt eine Corona-Verschwörungstheorie. Jetzt sind es auf einmal nur noch 9, 2021 oder so. Okay. Aber da frage ich mich, warum machen die dann hier diese Dokumentation? Ja, wenn es doch alles rückläufig ist. 9 ist ja immer noch viel. Ja, 9 ist ja immer noch gar nicht so wenig, finde ich. Das sind halt in Deutschland 7 Millionen Menschen. Ja, aber sie können höchstens noch 3% erreichen davon. Weil dann kommt der harte Kern. Genau, jetzt will ich genau hinhören. Moment. Unter der harte Kern der AnhängerInnen von Corona-Verschwörungsmythen mit 6% der Befragten. Diejenigen, die nicht zum harten Kern gehören, können erreicht werden. Okay. In den sozialen Medien werden auf so vielen Kanälen Verschwörungsfantasien verbreitet. Das ist richtige Gehirnwäsche. Wie kann man da als Angehöriger oder als Freundin helfen? Die Maske zu tragen ist richtige Gehirnwäsche. Warum? Dieses ganze, hier dieses Respekt, dieses Tablett hier ist richtige Gehirnwäsche. Ja. Warum gendert der eigentlich nicht? Die machen sie in den Einspielern immer wunderhübsch. Weil der es noch nicht kann, dafür ist sein Deutsch noch nicht gut genug. Ja, schlimm, ne? Eigentlich muss der weg. Was will ich nun von der Beratungsstelle Veritas in Berlin wissen? Von Niklas Vögeding. Er beschäftigt sich seit Jahren mit Verschwörungsideologien. Was sind eure drei wichtigsten Tipps quasi für den Alltag? Der erste Tipp ist, dass jede Form von Überheblichkeit von sich über... Warte mal kurz. Also ich finde das ein bisschen absurd. Der ist jetzt hier in dieses Krankenhaus gegangen. Ja. Hat sich die Maske aufgesetzt, ist durchs Treppenhaus gegangen und ich dachte, der geht jetzt in ein Krankenhaus oder so. Ich dachte irgendwo. Auch, ja. Ja, ja, und jetzt ist der in seinem Büro scheinbar, oder? Das ist hier, sind doch hier einfach die Büroräume. Weil draußen stand ja auch hier Respekt. Das ist ja von der Respektredaktion einfach der Büro. Also, na gut, du musst halt die Clownswelt damals, ne? Ist absolute Clownswelt, genau. Ich hatte jetzt ja das gar nicht mehr so in Erinnerung, aber klar, wenn du im Treppenhaus bist, dann musst du natürlich schon Maske tragen. Du bist ja ein guter Bürger. Okay, na gut, jetzt kommt hier wie immer in solchen Dokus von irgendeiner von Steuergeldern bezahlten Stelle, der dem linken Narrativ entspricht und schön nach dem Mund redet, ist ja einer und ja, erzählt uns das linke Narrativ. Wir präsentieren Niklas Vögeding. Es gibt uns drei Tipps, ich bin gespannt. Ja. Der erste Tipp ist, dass jede Form von Überheblichkeit, von sich über die Leute lustig machen, von Zynismus,
Das sind absolute No-Gos. Jeder will ernst genommen werden und man muss sich vor Augen führen, das sind wirkliche Überzeugungen, die dahinter stecken. Das Zweite ist, glaube ich, ganz oft passiert ist, dass Leute sagen, ihr seid verrückt, ihr seid psychisch krank oder zu sagen, ihr seid rechtsextrem oder Nazis. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht Verschwörungserzählungen gibt, die rechtsextrem sein können. Es bringt aber überhaupt nichts, das irgendwie unter die Nase zu reiben. Finde ich tatsächlich auch ein guter Tipp. Bis jetzt bin ich angetan. Also irgendwie haben die Öffentlich-Rechtlichen das hätten auch mehr auf den Typen hören sollen. Ja. Ich glaube, der wird nie wieder eingeladen. Und der dritte Tipp, den ich hätte, ist, nicht zu sehr mit Fakten zu argumentieren. Denn dadurch fühlen sich Leute in ihrem Weltbild angegriffen. Das wird nur zur Eskalation führen, weil die Leute das als einen Angriff auf ihre Person erfahren. Ah, also da muss ich jetzt hart widersprechen. Ich denke, das ist ein Cop-out. Also ich denke tatsächlich, ist es eher so, gerade jetzt zum Beispiel bei diesem ganzen Corona-Thema, das ist eher so ein gut gemeinter Tipp an die Leute, die alles viel glauben, so was in den Nachrichten kommt. Wenn du das versuchst, so mit Fakten zu kommen, eben der sich damit sehr viel beschäftigt, wie in Corona-Skeptiker, dann bist du schnell in der Bedulie, weil der wird dir dann ganz schön was auf den Tisch hauen. Und da kannst du als Normie, sag ich mal, gar nicht so viel mitreden. Du kannst einfach nur sagen, am Ende des Tages, ja, aber so Autoritätsargument, die Medien haben es gesagt. Christian Drosten hat das gesagt und so. Und die Bundesregierung sagt das. Und dann kommt halt der böse Verschwörungstheoretiker, der kommt dir dann wirklich mit Fakten. Ja, ich habe das gelesen, bam, 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 und das und das und das. Und da kannst du dann nicht mehr gegen argumentieren. Das erinnert mich an die Stelle bei Schlafschafe, wo sie ja die richtig so eine Studie raussucht und er guckt sich das Deckblatt an und haut's weg. Ja, genau, genau. Wissen, was sollte man da tun? Wir sagen. Ach, nö, ich wollte sagen, bloß, dass da die Rollen irgendwie vertauscht waren. Ne? Ja. Wissen, was sollte man da tun? Wir sagen, dass es sehr viel zielführender ist, zu versuchen, auf der emotionalen Ebene ins Gespräch zu kommen. Ganz oft stecken da Gefühle von Ohnmacht und Angst hinter. Ganz eigenartig. Ich sag wirklich, dieser Tipp stimmt nicht, meiner Meinung nach. Weil wirklich gerade meiner Meinung nach irgendwie so skeptische Leute sind noch sehr viel empfänglicher für harte Fakten als der Normie. Dem Normie eigentlich kommst du halt mit, Solidarität, jetzt zum Beispiel beim Thema Corona, und müssen uns sicher sein und denk doch mal an die anderen. Eigentlich ist es immer so die Betriebsanleitung für uns, wenn man so möchte, den Normie abzuholen. Eben. Nicht umgedreht. Also ja, mich wundert das jetzt sehr. Ich würde da tatsächlich widersprechen. Und ich würde auch dahingehend widersprechen, es ist schon sinnvoll, auf der emotionalen Ebene anzufangen, aber du musst dann auch irgendwie ein bisschen Fleisch dahinter haben. Also irgendwas musst du in der Hinterhand haben, sonst läufst du halt auf. Irgendwann. Ja, eben. Und wenn man es schafft, über diese Gefühle ins Gespräch zu kommen, da gibt es kein richtig und kein falsch mehr. Da ist es dann nicht mehr so aufgeladen. Ja? Man kann sagen, hey, ich stimme da überhaupt nicht mit dir überein. Mich interessiert aber, wie es dazu kommt, dass du das glaubst. Das heißt, Kontakt halten ist wichtig? Kontakt halten ist aus der Perspektive total wichtig, dass es Leuten die Möglichkeit gibt, den Weg aus den Verschwörungserzählungen rauszufinden. Gleichwohl muss ich dazu sagen, es ist jedem selbst überlassen. Ich verurteile niemanden moralisch, der sagt, ich kann das nicht, das macht mich kaputt. Mir tut es nur besser, wenn ich den Kontakt abbreche. Auch das ist okay. Vielen Dank. Ich muss jetzt hier mal einhaken, also sehr interessant. Jetzt mal, Arti, die Frage an dich. Wenn dir jetzt jemand so kommt von wegen, ja, ich tue jetzt zum Beispiel Corona-Thema. Ja. Also du sprichst es mit einem Normie und der sagt, ja, was du sagst, zum Beispiel, dass Masken nichts bringen und die Corona-Impfung nichts bringt, das ist eine Verschwörungstheorie. Und der kommt dir dann mit dem Argument, so wie er es gesagt hat, dieser Niklas Vögeling, ja, ich glaube gar nicht an alles, was du sagst, aber wie kommst du denn zu dieser Meinung? Und der tut damit so ein bisschen andeuten, du wärst halt ein bisschen, ein bisschen ab vom Schuss, also dir geht's schlecht im Leben. Fühlst du dich dann gut behandelt? Also, ja, ich weiß nicht, was also ist der. Bist du dann überzeugt? Immer, das ist ja immer das Schwierige bei solchen Planspielen, dass der Ton die Musik macht, ne? Ja. Und vor allen Dingen, wer sagt das? Wenn das, wie du sagst, irgend so ein Fremder, ein Romy wäre, das ist nochmal was anderes, als wenn es kein der Onkel oder die Tante ist oder was weiß ich, ne? Worauf ich hinaus wollte, ich fühle mich dann ja gerade weniger ernst genommen. Wenn ich jetzt hier mit Fakten argumentiere, mit irgendwelchen Statistiken und der andere sagt,
eben statt auf die Fakten einzugehen, geht er dann auf die emotionale Ebene. Warum glaubst du denn dran? Warum so im Sinne von, warum bist du denn so blöd? Was ist denn mit dir komisch? Also, ja, dann kannst du nur sagen, hast du gerade nicht zugehört. Ja, eben, da, also da fühle ich mich doch völlig nicht ernst genommen. Hä? Ganz eigenartig. Gut, und dann dieser Tipp mit dem Kontakt abbrechen, ist leider so ein Ding. Also, gut, ich lache jetzt wissentlich, mir ist ja alles selber leider so was Ähnliches passiert mit dem langjährigen Kumpel. Gut, der hat jetzt den Kontakt mit mir abgebrochen. Naja, egal, ich will jetzt hier gar nicht so darüber erzählen. Aber klar, kommt leider vor. Also wenn man seine Meinung sagt, selbst wenn man es in gemäßigter Form macht, wie ich das immer tue, meinen Normie-Kumpels gegenüber, jetzt hier gehe ich natürlich ein bisschen anders ab, kann es natürlich schon sein, dass dir dann jemand sagt, naja, ich finde dich ein bisschen komisch. Ja, das hat man ja auch abseits von irgendwelchen Verschwörungstheorien, dass man sich einfach auseinanderlebt. Das stimmt, ja. Meine Güte. Ja, das ist halt so. Ja. Vielen Dank, lieber Niklas. Verschwörungsmythen gab es schon immer, nicht nur seit Corona. Doch in der Pandemie ist das Problem offensichtlicher und politischer geworden. In der Familie, im Kleinen gibt es Streit und Frust. Im Großen erleben wir eine gesellschaftliche Spaltung. Tipps dagegen gibt es, ein Allheilmittel allerdings nicht. Doch gegensteuern muss man, wenn Verschwörungsgläubige anderen schaden oder auch Gewalt gegen Staat, Politik, Medien und Gesellschaft gut finden. Ach, das war's schon wieder. Ja, das war's schon wieder. Gut, wir haben lange geredet, aber an sich war wie immer wenig Fleisch an dieser Doku. Also ich kann ja noch mal kurz hier durch das Bild skippen, was wir so gesehen haben. Also am Anfang hat er darüber reinmoderiert, dann hat er irgendwie hier zwei Sätze mit diesem Typen gesprochen, der an so ein komisches Buch geglaubt hat. Ja, das war wirklich viel zu kurz. Also, das war viel zu kurz, genau. Aber guck mal, da sind wir schon bei 3 Minuten von 14. Das ist ziemlich krass. Dann kommt hier der Einspieler Verschwörungstheorie, dass es alles Fantasie ist. Genau, dann hier die nächste, die Claudia M., Aussteigerin aus der 30 Sekunden da, ne? Genau, die war in der Sekte und sagt dann zwei übelst allgemeine Sätze, finde ich, anstatt über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen. Gut, sie hat sich so ein bisschen darüber gesprochen, ja, was Familienbindungen angeht, wie man mit Verschwörungsgläubigen umgehen soll. Na gut, ja, dann kam dieser Einspieler. Sie ist ja eingeleitet worden mit, dass sie den ganzen harten Scheiß glaubt. Und ja, da kommt nicht ein Beispiel. Es hätte jetzt irgendwie Reptiloiden oder so erwartet. Dann kommt dieses Ding hier, dieser Einspieler, auch wieder pures Fame. Gut, und dann am Ende der Typ, der Tipps gibt zum Umgang. Die waren tatsächlich immer noch okay. Sagen muss, die ersten zwei Tipps waren gut, der dritte, naja, finde ich komisch. Finde ich tatsächlich komisch. Als Verschwörungsgläubiger. Ja, also wenn mir einer so kommt, nur mit dann emotionalen Argumenten und ich bringe den Fakten, dann fühle ich mich gerade eben nicht ernst genommen. Aber du bringst doch das Mitgemüse um. Sei nicht so unsolidarisch. Ja, denk doch mal an die anderen Beete. Da könnten wir schon längst wieder hinreisen. Denk doch an die Gurken da drüben. Ja. Und die Kürbisse. Ja, gut, ja, das war's. Ja. Respekt kompakt, demokratische Grundwerte für alle. Die haben einen schönen Anspruch an sich auf jeden Fall. Ja. Oh je. Naja. Ja, aber ich glaube, wir haben wie ein guter Hund haben wir trotzdem alles noch abgenagt am sehr fleischvollen Knochen hier. Richtig. Aber gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Zuschauer und Zuhörer. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, oder? Gerne wieder, genau. Macht's gut. In dem Sinne, ciao, ciao.